Der Sensor war mit dieser Hülle eingerollt. Und wenn wir Messungen gemacht hatten und nicht mehr wussten, ob das alles noch in Ordnung ist, dann haben wir immer diese Bewegung gemacht. Und es gab damals eine Fernsehsendung beim Lemke, Berufe raten. Ja. Da hat man immer gesagt, geh doch mal hin und mach diesen und dann sollen die Leute deinen Beruf raten. Robert Lemke, ja. Das sind dieses Uhrwerk mit den kleinen Schaltern, den Zahnrädchen, diesen Ankerhammerwerken. Nur damit diese Drehbewegung gedämpft wird, ja, mechanisch. Eines der Probleme war, an der Vorderachse musste dazu der Achsschenkel durchbohrt werden, damit diese Kontakte dann auf einem pilzförmigen Kontakt geschliffen sind. An der Hinterachse hatten wir ja die Pendelachse mit den Steckwellen. Mhm. Mussten die Steckwellen schräg durchgebohrt werden, mhm, Schleifringe angebracht und dann Kontaktbolzen, Kohlestoff mit Silberstelzen und die Signale, die da rauskamen, die waren alles andere als rechtwindig. Die sahen aus wie die Nordsee bei Windstärke 10. Ja. Wie gesagt, er besteht aus diesen zwei Massen, wurde am Rad angeschraubt, vorne und hinten. Wenn das Rad jetzt sich dreht, dreht sich alles in der gleichen Drehzahl mit. Wenn jetzt gebremst wird, wird dieses Teil verzögert. Die Masse will aber weiterlaufen. Und dieser kleine Differenzweg hat dann einen Schalter betätigt und dieses Signal hat zum Druckabbau geführt. Ja. Wenn das Rad dann aus dieser niederen Drehzahl, weil die Bremsdruck reduziert wurde, wieder schneller werden sollte, dann ist es in einen Bereich eingelaufen, wo die Bremskraft zu gering war. Und deshalb hat man eine zweite Masse genommen, die untere. Die hat dann dieses Wiederbeschleunigen, dieses Schnellerdrehen gemessen. Und dann wurde der Druck schon von Anfang an langsam wieder aufgebaut, sodass das Rad möglichst lange im optimalen Bremsschlupfbereich war. Ja. Und das war dann irgendwann 1970 schon der Gedanke, dass man gesagt hat, wenn man diese zweite Masse für ein schneller drehendes Rad oder durchdrehendes Rad benutzt, dann nehmen wir einfach dieses Signal, unterbrechen die Zündung und dann haben wir die Grundbasis fürs ASR. Haben Sie das Thema Diesel in der S-Klasse beurteilt? In den USA schon im 116er, 126er. In Europa kam man dann ja erst im 140er. Ja, das muss man sagen. Ich habe ja schon in der Promotion mit Direkteinspritzerdieseln gearbeitet und habe eigentlich die Direkteinspritzdieselentwicklung beim Daimler angefangen. Und die auch immer vorangetrieben und war natürlich immer in gewisser Opposition zu den Vorkammern. Bis auf den Vierventiler habe ich mich eigentlich mit den Vorkammermaschinen nicht beschäftigt, sondern immer den Direkteinspritzer vorangetrieben und der ist ja dann auch, der hat ja auch dann den Durchbruch geschaffen. Ich meine, das muss man sehen, der Vorkammerdiesel war sicherlich ein Motor, der hatte bestimmte Qualitäten, aber es war natürlich schon gegen heute ein Nischenmotor, der eben im unteren Leistungsbereich durchaus seine Daseinsberechtigung hatte, aber im Weiteren dann eben eher nicht. Während jetzt mit dem Direkteinspritzer, der dann wieder natürlich nur als Turbo wieder gut geeignet war, dadurch und mit Common Rail natürlich einen ganz anderen Durchbruch hatte. Ja gut, die Frage wurde natürlich damals auch gestellt, ist ein Diesel für eine S-Klasse der Antrieb, wird das akzeptiert vom Kunden?
kann man den Diesel so kultivieren, dass er in der S-Klasse akzeptiert wird. Und das war eine Herausforderung. Und der haben sich aber alle gestellt und der ist so kultiviert worden, dass er auch akzeptiert wurde. Ne? Und wenn Sie mal zu der S-Klasse heute gucken oder zu dem 221, da gab es ja dann Vierzylinder. Da gibt es sogar einen Vierzylinder. Ne? Ja. Und da war natürlich die Frage ähnlich da, ja, wird das, ich habe das dann aktiv nicht mehr miterlebt, den Einbau im 221. Das war dann nach meiner Zeit. Ich bin aber gefragt worden und habe gesagt, ich traue den Kollegen und dem Team das zu, den Motor so abzustimmen und installieren und alle NVH-Dinge so hinzukriegen, dass das den Kunden, dass der Kunde das akzeptieren wird. Und das hat man auch geschafft. Natürlich war die Diskussion, ja, ein Vierzylinder, wird das akzeptiert? Aber die Zeiten haben sich geändert. Und wenn man nichts Nachteiliges merkt, sondern nur Vorteile erfährt, nämlich geringeren Kraftstoffverbrauch, dann akzeptiert der Kunde das. Klar, ja. Es gibt zwar immer noch die Magie der großen Zahl, aber es hat sich alles ein bisschen verschoben. Ne? Ja. Das Auto ist ja auch heute noch unglaublich leise, kraftvoll. Es wirkt solide, wie die Türen ins Schloss fallen. Also die Oberklasse schlechthin im Grunde, der 116er. Ja, ja. Ich will noch mal hinweisen hier übrigens auf die tolle Innenausstattung dieses Autos. Hat natürlich das klassische Zebrano-Holz, ja. Aber auch eine blaue Stoff-Innenausstattung. Ja. Durchgefärbtes Armaturenbrett, also die Oberklasse war durchaus farbenfroher in den 70er Jahren als heutzutage. Einmal das, und dieser Wagen hat auch die sogenannte gehobene Innenausstattung. Die war damals wahlweise, man sieht es an diesem ansteigenden Seitenteil zum Fenster hoch, vorn und hinten. Und damit war verbunden die Vollpfeifenpolsterung. Die Sitzpolster haben also die einzelnen Pfeifen, so ein Querschnitt, der dann in sich nochmal zusätzlich ein Luftpolster bildet. Was Sie wahrscheinlich jetzt am stärksten spüren, ist der Lenkraddurchmesser. Ja. Damals war das üblich, und es gab auch vor allem den Grund, wenn die Servolenkung recht stark sein musste, ja, und die Servolenkung wäre ausgefallen, dann muss man noch halbwegs lenken können. Heute sind die Lenkräder entsprechend kleiner und die Zuverlässigkeit der Servolenkung, teilweise auch durch die elektrische Unterstützung, ja, die man hat, nicht mehr durch die hydraulische, ist kein Thema mehr. Der für den Fahrer unangenehme Luftschall wird auch im Fahrbetrieb geprüft. Selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten bleibt die Belästigung der Insassen gering. Wurde damals mit den Autos dieser Klasse eher schneller gefahren als heute? Weiß ich nicht. Es gab dort immer viel Vermutungen und Untersuchungen, auch in puncto ABS. Die Gegner vom ABS haben immer gesagt, so, jetzt werden die Leute diesen kürzeren Bremsweg ausnutzen. Die werden überholen, in Kolonnen reinschnippern, weil sie wissen, sie haben einen kürzeren Bremsweg. Sie werden also riskanter fahren. Wir haben dann mit 100 Taxifahrern Versuche gemacht. 50 ohne, die es wussten, hatten kein ABS und 50 hatten ABS. Und diese Untersuchungen im Stadtverkehr haben gezeigt, dass beide Gruppen vollkommen gleich fahren. Mhm. Also da gab es immer viele Vermutungen, Theorien. War auch ein Thema, es hat mal ein Professor in Köln gesagt, ABS-Fahrer sind Verbrecher, weil Verbrecher hinterlassen keine Spuren. Und diese berühmten Blockierspuren waren natürlich nicht mehr vorhanden. Wir haben dann auch, Dr. Borikert und meine Wenigkeit,
Untersuchung gemacht und haben auch entsprechend die Polizei geschult. Man kann mit einer Kleinbildkamera, einem 135 mm Objektiv und einem Polfilter, wenn man sich dann etwas hinhockt, doch auch bei ABS, wenn die Straße trocken ist, die Spuren noch gut erkennen. So funktioniert das System. Sensoren melden die Drehgeschwindigkeit der Räder. Je ein Sensor befindet sich an den Vorderradnaben und ein weiterer an der Hinterachse. Diese Sensoren übertragen die Signale an ein elektronisches Steuergerät, das in Digitaltechnik arbeitet. Die wichtigsten Baugruppen sind in integrierten Schaltkreisen zusammengefasst. Das Steuergerät bewirkt, dass der vom Fahrer vorgegebene Bremsdruck an den Rädern so weit abgesenkt wird, dass die höchstmögliche Bremsverzögerung erreicht wird, jedoch keines der Räder blockiert. Im Versuch zeigt sich der Vorteil des mit ABS gebremsten Wagens. Sogar auf nasser Fahrbahn bleibt das Fahrzeug auch in der Kurve trotz Vollbremsung lenkfähig. Also das größte Problem war überhaupt, die Funktion dem Otto-Normalverbraucher zu erklären. Das beste Beispiel dafür war, dass fast gleichzeitig mit dem ABS der Tempomat in Serie gegangen ist. Tempomat hat jeder verstanden. Dann haben sie mehr Tempomat geordert wie ABS, bis sie festgestellt haben, dass man in Deutschland den Tempomat nur ganz, ganz selten benutzen kann. Das Zweite, was generell schon immer beim Bremsen galt, wenn Leute plötzlich die Ampel bei Rot sehen, dann trauen manche sich nicht stark genug aufs Bremspedal zu treten, weil sie glauben, sie verbiegen dann das Bremspedal. Es gab also die unwahrscheinlichsten Begründungen, weshalb gewisse Funktionen da waren. Aus dem Grunde haben wir ja dann auch den Bremsassistent entwickelt, wo wir festgestellt haben, wenn der Kunde schnell vom Gaspedal auf die Bremse wechselt und dann mit einer gewissen Geschwindigkeit das Bremspedal tritt, dann will er eine Vollbremsung machen. Und obwohl er dann nicht ganz stark auftreten muss, ganz weit durchtreten muss, hat er die volle Bremswirkung. Das war dann diese sogenannte Vorfüllung, ne? Nennt sich das, glaube ich. Die Vorfüllung war ja dazu da, dass man eine gewisse Ansprechzeit der Bremse verkürzen kann. Ja. Die Bremsbeläge sind ja ein Stück weg. Es gibt ja sehr viele Zeiten, die sich aneinanderreiten. Es gibt die Erkennungszeit vom Fahrer selbst, es gibt die geistige Umdenkzeit, was muss ich machen. Es gibt die Betätigungszeit, es gibt die Wechselzeit, Gaspedal, Bremse. Diese ganzen Zeiten reihen sich aneinander. Und das sind ja dann immer Auslöser dafür, dass der Ingenieur sagt, welche dieser Zeiten kann ich eigentlich verkürzen. Ja. War dann natürlich auch der Meilenstein der Rückhaltesystemauslegung. Ja. Schauen Sie mal her, wir haben Sicherheitsgurtsysteme, adaptierbare Gurtgeometrie, Gurtschlösser, die am Sitz befestigt sind. Und es war ja zu der Zeit durchaus noch üblich, ein Gurtschloss am Wagenboden zu befestigen. Und je nachdem, ob Sie den Sitz vorne oder hinten hatten, hatten Sie eine völlig andere Gurtgeometrie. Ah, ja. Und hier fährt dieses Gurtschloss und damit dieser Verzweigungsgurt, Verzweigungspunkt des Sicherheitsgurtes, wenn Sie den halt Ihren elektrischen Sitz, der fährt Ihnen halt mit. Und die Gurtgeometrie relativ zur Person, zur schützenden Person, die bleibt dann eben erhalten. Und hier auf der anderen Seite haben wir die Gurthöhenverstellung. Sie konnten sich den Schultergurtpunkt dann individuell einstellen, was auch wichtig ist, um einfach den Insassen optimal zu schützen. Dann haben wir pyrotechnische Gurtstrammer, glaube ich. Auch ein Novum natürlich, ja. Vorne. Das waren damals noch ein ganz interessantes Prinzip, die sogenannten Turbinenstraffer.
Es ist eine pyrotechnische Gaspatrone, hat quasi eine Flüssigkeitssäule beschleunigt und über ein Turbinenrad, wie so ein Pelton-Turbinenrad, beaufschlagt und damit quasi den Gurtwickel aufgedreht, ne? Und somit den Gurt gestrafft. Und das hat man gemacht, weil man elektrisch diese Kraft gar nicht hätte darstellen können. Oder warum war das da der Grund? Man muss natürlich, man konnte in so kurzer Zeit, wie man das brauchte, wir haben ja den pyrotechnischen Straffer ja beim Aufprall, kurz nach dem Aufprall ausgelöst. Und mit der Kraft wäre damals elektrisch nicht möglich gewesen. Ist ja heute noch nicht so. Der elektrische Straffer ist ja nur dieser reversible Straffer, der diesem Ganzen vorgeschaltet ist heute mit Pre-Safe. Aber wir haben heute immer noch die pyrotechnischen Gurtstraffer, wenn auch ein anderes Prinzip. Was vielleicht noch interessant wäre bei der ABS-Entwicklung, einfach zu sehen, auf welcher Basis wir angefangen haben. Die Analogsysteme hatten in der Elektronik einen Baustein, der hat quasi die Fahrzeuggeschwindigkeit simuliert. Und mit dieser Geschwindigkeit wurden die Raddrehzahlen verglichen. Und in der Analogtechnik hat dieser Baustein die Kraftfahrzeugbeanspruchung, Temperatur, Schwingung nicht verkraftet und hat sich so verstellt, dass sie dann plötzlich alle vier Räder zu großen Schlupf hatten und die Ventile zugemacht hatten und sie hatten null Bremswirkung. Und das war der Hauptgrund, weshalb wir nicht 1972 schon in Serie gegangen sind, sondern erst 1978, weil wir auf die Digitaltechnik warten mussten und 1974 dann mit der Entwicklung des digitalen ABS begonnen haben. Mit diesem Film haben wir Ihnen unser Anti-Block-System gezeigt, das im Wesentlichen folgende Vorzüge hat: kein Blockieren der Räder, Verkürzung des Bremsweges und weitgehende Fahrstabilität beim Bremsen in Kurven, selbst auf nasser und glatter Fahrbahn. Dadurch werden viele Unfälle von heute vermieden. Für den Fall einer Störung an diesem System ist selbstverständlich Vorsorge getroffen, denn die Wirkung unserer bewährten Zweikreisscheibenbremse bleibt in jedem Falle erhalten. Mit dieser Entwicklung ist ein großer Schritt in Richtung Fahrsicherheit getan worden. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, unser Anti-Block-System allen Automobilfirmen zur Verfügung zu stellen. Wir hatten 1966 schon mit Teldix einen Vertrag, dass wir gemeinsam entwickeln, mit den üblichen damaligen Bedingungen, ein Jahr Vorlauf, wenn andere es auch haben wollen und dergleichen. Und da war der Name Mercedes-Benz Teldix geschützt. Ja. Anfang der 70er Jahre hat dann unser Vorstand gesagt, wenn wir den Namen beibehalten, werden die anderen Automobilfirmen dieses System nicht kaufen. Also wird die Stückzahl niedrig bleiben und der Preis hoch. Ja. Und dann haben wir ungefähr 1973 diesen Anspruch fallen lassen, um auf diese Stückzahlen zu kommen. Ja. Aber die Stückzahlen waren zum Anfang niedrig. Wer waren so die größten Fürsprecher des Systems im Vorstand oder in der Entwicklung? Professor Scherenberg, Uhlenhaut und mein direkter Chef Dr. Burkhardt. Ja. Es gab einige Bedenken, Elektronik im Fahrzeug. Ja. Und es ist diesen drei Herren und vor allem auch der Weitsicht von Professor Scherenberg zu verdanken, dass man trotzdem die Entwicklung stramm durchgeführt hat. Es gab eine Phase, da kamen die Herren Krümling von Teldix. Teldix war ja Telefunken Bendix. Ja. Und haben gesagt, wir kriegen kein Geld mehr für Telefunken dafür, wir müssen aufhören. Mhm. Und Professor Scherenberg war derjenige, der gesagt hat, das Finanzielle regeln wir. Ja. Und entsprechend war der Anteil von Mercedes, was auch ein Grund war bei der Porsche-Preisverleihung. Es war so, dass bis dahin nur ein Porsche-Preis verliehen wurde von der Frau Piech in Andenken an ihren Vater. Und dann war die Bedingung, es muss ein System sein, was außergewöhnlich ist, was in Serie gegangen ist. Aber derjenige, der den Preis bekommt, muss jünger wie 40 Jahre sein. Deshalb sage ich nach wie vor, mein Chef und auch der Herr Krohn bei uns hätten den Preis wesentlich mehr verdient wie ich. Ich habe mir ja langsam hochgearbeitet, aber für den großen Anteil, den Mercedes hatte an der Gesamtentwicklung,
war ich dann sozusagen der Stellvertreter und deshalb hatte Herr Leiber von Telix und ich zusammen den Preis bekommen. Im Februar 1971 begann Daimler-Benz im Rahmen seiner langfristigen Sicherheitsforschung eigene Experimentier-Sicherheitsfahrzeuge zu entwickeln. Das Ziel war, die hohen Anforderungen der Lastenhefte von 1970 zu erfüllen. Erzählen Sie mal was über die Sicherheitsautokonzepte der frühen 70er Jahre. Da ging es, glaube ich, um Unfälle, Crashs bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Und die Autos waren ja riesig. Riesige Stoßstangen, innen gepolsterte Armaturentafeln. Ich glaube, auch Mercedes hat ein paar Modelle gezeigt, die ESF-Autos. Was wurde davon dann letztlich in die Serie übernommen? Und war das ein vernünftiger Ansatz oder lag man da eigentlich falsch mit diesen Projekten? Also Sie sprechen eine Zeit an, die mich persönlich auch immer sehr fasziniert. Sie sprechen die Zeit der Experimentiersicherheitsfahrzeuge an. Ja. Es gab ja in 1970 ein internationales Programm ausgeschrieben von der amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde mit dem Ziel, Experimentierfahrzeuge darzustellen und zu zeigen und darüber zu diskutieren international, die einfach in der Lage waren, die Fahrzeugsicherheit deutlich zu erhöhen. Über 300.000 Verletzte, über 13.000 Tote im Jahre 1961. In den 70er Jahren, 1971, gab es in Deutschland 21.000 Verkehrstote. Wir haben heute 3.425, also im vergangenen Jahr. Bei deutlich höherem Verkehr. Bei ganz anderen, bei einer ganz anderen Population auf der Straße. Und das heißt, es war damals dringender Handlungsbedarf da. Wie kann man Fahrzeuge sicherer machen? Und Mercedes hat sich in der Oberklasse, in der Luxusklasse, dann an diesem Programm beteiligt. VW war auch dabei. Die haben ein Fahrzeug, ich sag mal, in der Golfklasse damals dargestellt. Und wir in unserem Hause haben damals, ich war ja noch nicht in der Firma, ich habe das als Student damals verfolgt. Ja. Die Ingenieure haben damals alles zusammen in ein Fahrzeug gebaut, wie sie sich vorgestellt haben, dass Fahrzeugsicherheit stattfinden kann. Man ist damals ganz bewusst über das Ziel hinausgeschossen. Die Fahrzeuge wurden durch dann nicht auf 50 km/h Frontalaufprall ausgelegt beispielsweise, sondern auch auf 80 km pro Stunde. Ja. Und es ist dramatisch höhere Unfallschwere, wenn Sie wissen ja, die Geschwindigkeit geht im Quadrat bei der Energie ein. Den sehr hohen Forderungen an den Insassenschutz beim Frontalaufprall mit 80 km pro Stunde genügt das ESF 05 zum größten Teil, wenn auch nur mit erheblichem Aufwand. Als Haltesystem für die Insassen wurde eine Kombination von Gurt und Luftsack verwendet. Insofern vielleicht das ambitionierteste Programm, das es überhaupt gab. Das war mit Sicherheit sehr, sehr ambitioniert. Auch wenn damals der Offset noch keine Rolle gespielt hat. Ja. Aber die Autos wurden natürlich viel, viel steifer, viel massiver, schwerer. Der Vorbau wurde viel länger. Das im Mai 1972 in Washington vorgestellte ESF 13 dagegen wurde bei gleicher technischer Konzeption auch unter stilistischen Gesichtspunkten gestaltet. Außerdem konnte die äußere Sicherheit verbessert werden. Diese Autos waren schon mit Airbag versehen, sogar mit Vieren. Wir hatten damals auch Airbag sogar für die Vorinsassen, ja. Was aus verschiedenen Gründen nicht so einfach ist. Und deswegen gibt es das heute in der Art auch noch nicht. Und die Fahrzeuge wurden natürlich extrem schwer. Das im März 1973 in Kyoto gezeigte ESF 22 war das Ergebnis einer neuen ESF-Entwicklung nach eigenen Richtlinien auf der Basis der Mercedes-Benz S-Klasse. Die in langer Entwicklungsarbeit ausgereiften Achsen dieser Serientypen mussten lediglich auf die Gewichtsverhältnisse des ESF 22 abgestimmt werden.
Damit erfüllt das Fahrwerk alle Anforderungen an die Fahrsicherheit, die wir nicht nur an ein ESF, sondern grundsätzlich seit langem an unsere Serienfahrzeuge stellen. Der wichtigste Teil der neuen Aufgabe befasste sich jedoch mit der Erforschung der inneren Sicherheit für den Bereich zwischen dem Sicherheitsniveau der ersten ESF und dem heutiger Serienfahrzeuge. Als Aufprallgeschwindigkeit für den Frontalaufprall auf die starre Barriere wurde 65 km pro Stunde gewählt. Alle Insassen waren mit 3-Punkt-Gurten gesichert, der Fahrer zusätzlich mit einem Luftsack im Pralltopf der Lenkung. Für die übrigen Insassen wurden die Gurte beim Aufprall mit einem Gurtstrammer vorgespannt. In verschiedenen Aufprallversuchen konnten die als erträglich geltenden Belastungen der Insassen, die Verletzungskriterien, im Wesentlichen eingehalten bzw. unterschritten werden. Doch trotz geringerer Testgeschwindigkeiten war auch ESF 22, wie seine Vorgänger, durch die erforderlichen Verstärkungen immer noch zu schwer und aufwendig. Und dann kam die Ölkrise und die Sonntagsfahrverbote, wer es noch weiß, in der Zeit, wo dieses Programm Fahrzeuge dargestellt hat, die 2800 Kilo Fahrzeugmasse hatten. Und es hat dann eigentlich aufgezeigt, das war also ein weit übers Ziel hinausgeschossen und man musste das Ganze wieder zurückdrehen. Um die Konsequenzen des Frontalaufpralls auf die starre Barriere mit Geschwindigkeiten über 50 km pro Stunde noch genauer zu studieren, haben wir schließlich das ESF 24 entwickelt. Es bietet beim Frontalaufprall mit 65 km pro Stunde den gleichen Insassenschutz wie das ESF 22, bei anderen Kollisionsarten den gleichen Schutz wie die Serienfahrzeuge der S-Klasse. Daher unterscheidet sich dieses Fahrzeug auch rein äußerlich kaum von denen der heutigen Serienproduktion. Dieser Eindruck darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ESF 24 aufgrund seines höheren Gewichts und des damit verbundenen erhöhten Treibstoffverbrauchs gerade heute in Anbetracht zunehmender Rohstoff- und Energieverknappung keineswegs als Prototyp zukünftiger Serienfahrzeuge angesehen werden darf. Aber diese Kreativität und diese innovativen Lösungen, die dann in diesen Fahrzeugen eingebaut waren, haben also die zukünftige Fahrzeugsicherheit bezüglich Unfallschutz massiv und dramatisch beschleunigt. Wenn Sie an die Zapfenschlösser denken, an Airbag und so. Ja. Es war schon immer das Mercedes da, das neueste oder beste Mögliche in Serie bringen wollte. Und wie ich gesagt habe, mit 1970 mit dem ASR. Ja. Und es war dann auch bei dem ESP so. Bosch hatte zwar den Gedanken, man müsste während der ABS-Bremsung, wenn jetzt gerade Mühsplit ist, eine Stabilität erzeugen. Die hatten also den Gedanken, ESP, aber nur für den geregelten ABS-Vorgang. Mhm. Und unsere Mitarbeiter, war so ein Schlüsselerlebnis, wenn man bei ASR, beim Großvolumenmotor, schnell Gas wegnimmt, dann gibt es das sogenannte Motorschleppmoment. Ja. Dann können die Hinterräder so stark bremsen, dass das Fahrzeug auch instabil wird. Mhm. Und bei dieser Messung ist mal jemand ins Schleudern gekommen, in einer Vorentwicklung, und hatte dann den Gedanken, wir müssen für alle Fahrzustände eine Stabilisierung erzeugen. Ja. Und dann hat Bosch und Mercedes mit unterschiedlichen Systemen ein paar Jahre parallel gearbeitet. Ja. Und dann hat man gesagt, wir müssen uns auf eins einigen. Mhm. Und das war dann so, Bosch hatte in Schwieberding auf dem Gelände ein kleines Haus, was dazu dienen sollte, dass Bosch nicht nur Kühlschränke verkauft, sondern ganze Küchen. Und weil das aber nicht gemacht wurde, stand das Haus leer. Und dann haben wir die Bosch-Ingenieure und meine Ingenieure in dieses Haus gesetzt. Ja. Und das war dann das erste Projekthaus, wo man gemeinsam entwickelt hat, mit Datenleitungen natürlich zu den Firmen. Ja. Also unser Anteil an diesen ganzen Entwicklungen ist schon nicht unerheblich gewesen. Ah. Ne? Und dann gab es noch 1981 das Projekt Auto 2000, wo Sie so ein Fahrzeug hatten mit Kammheck, SL-Grill, aber auch, glaube ich, auf Basis der S-Klasse. Es war aber auf Basis W126. Daimler-Benz entschloss sich zum Bau eines Automobils der oberen Fahrzeugkategorie. In der Überzeugung, dass auch unter zukünftigen Rahmenbedingungen der bequeme und doch wirtschaftliche Geschäfts- und Reisewagen notwendig sein wird.
Mit diesem Forschungs-PKW wurde ein Ideenträger geschaffen, der trotz seiner teilweise futuristischen Lösungsversuche keineswegs nur ein bestaunenswertes Ausstellungsstück darstellen soll. Alle vorgestellten technischen Möglichkeiten haben zum Ziel, eine noch vollkommenere Adaption des Automobils an die schwieriger werdenden Beziehungen zwischen Mensch, Maschine und Umwelt sicherzustellen. Natürlich haben wir auch unsere Disziplin in dieses Fahrzeug implementiert. Ich kann mich daran erinnern, wir haben einen besonderen Kindersitz in dieses Fahrzeug eingebaut, nämlich hinten in der Mitte, der einen sogenannten Fangtisch darstellte für Kinder. Das war ein Thema. Im Innenraum war natürlich dann entsprechend mit den Airbags ausgestattet. Ja. Fahrer-Beifahrer-Airbag hatte einen relativ langen Vorbau, wenn ich mich noch recht erinnere. Und ein Thema, an das kann ich mich auch noch erinnern, der hatte eine seitlich angeschlagene Motorhaube. Das haben wir eigentlich sonst nie mehr gehabt. Ja? Also die ging zur Seite hoch. Und wir haben sie dann auch, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, auf der linken Seite angeschlagen. Ja. Damit man rechts ranfahren kann. Genau, und wir haben dann auch versucht, das erste Mal eine Motorhaube auch mit als energieaufnehmendes Element oder als stützendes Element in die Crashzone mit einzubauen. Ja. Also meiner Motorhaube, klassisch wie sie jetzt am W126 ist, wenn Sie jetzt einen Frontalaufprall haben, die knickt Ihnen dann irgendwann so in der Mitte auf und dann stellt sie sich einfach so V-förmig nach oben. Und wenn eine Motorhaube seitlich angeschlagen ist am Kotflügel, muss sie sich ja so richtig verformen zusammen mit dem Kotflügel. Kann also eine deutlich höhere Energie übertragen. Also wir als Crasher wollten damals eigentlich sogar eine fest verschraubte Motorhaube haben. Um eigentlich diesen gesamten Verbund, diese Hülle intakt zu halten, um damit höhere Energieabsorption in der Vorbaustruktur zu erzielen. Ja. Und das haben wir versucht, so in Teilen, zumindest bei dieser seitlich angeschlagenen Motorhaube, umzusetzen. Daimler-Benz arbeitet an drei verschiedenen Antriebsarten, die mit hohem technischen und kostenmäßigen Aufwand weitere Verbesserungen erzielen sollen. Der 3,3 Liter V6 Dieselmotor aus Leichtmetall arbeitet nach dem Vorkammerverfahren. Die Vorteile: guter Wirkungsgrad, vor allem bei Teillast, und geringe Schadstoffemissionen. Zwei registerartig angeordnete Abgasturbolader sorgen bereits bei niedrigen Drehzahlen für schnelle Gasannahme und hohes Drehmoment. Aus Geräuschgründen ist der Motor zusammen mit dem Automatikgetriebe voll gekapselt. Ein weiterentwickelter V8 Ottomotor wird ebenfalls im Rahmen des Projekts Forschungs-PKW untersucht. Der im Vergleich zum Dieselmotor höhere Teillastverbrauch des Ottomotors wird durch eine Reihe energiesparender Maßnahmen verringert. Eine lastabhängig gesteuerte Zylinderabschaltung zum Beispiel ermöglicht den Übergang von 8 auf 6 und 4 Zylinderbetrieb. Im Vierzylinderbetrieb verbraucht der Motor dann bei Volllast weniger Kraftstoff als im Achtzylinderbetrieb mit Teillast. Der hohe Komfort des V8-Triebwerkes bleibt auch im Vierzylinderbetrieb voll erhalten. Ebenfalls in der Entwicklung befindet sich eine Mercedes-Benz-Gasturbine. Damit wird im Forschungs-PKW erstmals eine Höchsttemperatur-Gasturbine verwirklicht, die Arbeitstemperaturen von 1250 Grad Celsius erreicht. Eine Voraussetzung für geringen Kraftstoffverbrauch. Eine so hohe Arbeitstemperatur kann nur durch die Verwendung von Keramikwerkstoffen erreicht werden, wie hier bei den Turbinenrädern. Die Gasturbine kann unterschiedliche Kraftstoffarten verarbeiten und vereinigt eine günstige Drehmomentcharakteristik, verschleißarmen und vibrationsfreien Lauf, einfache Zündanlage und gute Kaltstarteigenschaften mit geringer Schadstoffemission. Es gab zwei Themen. Einmal gab es eine Gasturbine, die hat allerdings die Forschung gebaut und die wurde auch ins Auto getan. Der Satter Breitschwert, die haben die Gasturbine gebaut, aber immer nur Komponenten.
Und dann hat der Breitschwert gesagt, also das will ich eigentlich nicht. Entweder ihr bringt es ins Auto oder ihr hört auf. Ja. Und dann wurde die Gasturbine ins Auto gebaut. War aber natürlich ein großes Problem. Die Gasturbine hat im Leerlauf 24.000 Umdrehungen. Ja. 24.000 Umdrehungen, das übers Getriebe zu machen, schwierig. Ich war eigentlich damit nicht beauftragt, lediglich als sozusagen Chef von der Abgasreinigung sollte ich die Abgase vermessen. Ja. Das ist aber nur gar nicht möglich, wenn man hinten, der macht so viel Durchsatz, wenn man hinten einen Schlauch dran hat, da bleibt die Turbine stehen, weil der kann ja keinen Gegendruck vertragen. Eine Turbine ist ja absolut auf hinteren, muss da frei atmen eigentlich. Mhm. Aber beim Auto, das Abgas atmet nie frei, sondern da gibt es Schalldämpfer und Katalysatoren und. Das ging überhaupt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Turbine für den Pkw ist im Grunde eine falsche Utopie. Ja, es gab dann noch mal eine zweite Geschichte in der Vorentwicklung von einem amerikanischen Milliardär. Der hatte gesagt, ich möchte einen SL bauen, der in 0 bis 5 Sekunden beschleunigt auf 100 und 5 Liter Kraftstoff verbraucht. Und das ist mein Auto. Und er hat in Kalifornien sich Werkstätten eingerichtet und alles gemacht. Und dessen Idee war, eine kleine Gasturbine zu nehmen und ein Schwungrad mit einer sehr hohen Drehzahl. Ja. Und ich, armer Mensch, sollte das betreuen vom Daimler, weil das ein Milliardär war, der natürlich über den Vorstand hereinkam und dem man nicht einfach sagen konnte, was du machst, das ist Unsinn. Ja. Sondern man musste das ernsthaft begründen. Ja. Und was natürlich einfach ist, weil eine kleine Gasturbine hat auch Spalte und je größer, je kleiner die ist, desto schlechter ist der Wirkungsgrad. Ja. Also es lässt sich alles schon begründen, aber man muss da arbeiten, war nicht so lustig. Jetzt haben wir gar nichts zum Auto gesagt, ne? W220, deutlich kleiner als der W140 natürlich. Ja, das ist natürlich hier jetzt so also die Anti... Drehen wir noch eine kleine Runde? Machen wir. Ja. Der 220 ist ja die Antithese zum 140. Der 140 war ja unser Auto, alles was wir können, kommt hinein. Und vielleicht auch sogar das, was wir nicht können, aber jedenfalls das Beste oder nichts. Und damit hat man aber bei der Presse ja relativ viel Prügel gekriegt. Und, bei der deutschen Presse. Bei der deutschen Presse. Später ist das Auto ja ein sehr erfolgreiches Fahrzeug gewesen. Und heutzutage sieht es auch gar nicht mehr so groß aus. Aber damals wurde eben sehr viel gespottet. Auch über, da gab es dann so Peilstäbe und solche Sachen. Was wollten manche Leute nicht so richtig. Und deswegen wurde dieser hier besonders klein gebaut. Was für den 12-Zylinder dramatisch war, weil der 12-Zylinder da nicht hineinpasste. Ja. Und dann wurden hier eben die neuen Motoren gemacht. Und auch hier sollte auch der Reihen 6-Zylinder nicht rein. Der passte auch nicht rein, weil die Haube runter sollte. Und deswegen wurden die V6 gebaut. Und preiswert sollte es auch sein. Und wurden 3 Ventile gebaut. Gut, das hat seine Nachteile, aber für mich persönlich hat es auch einen Vorteil gehabt, weil als das dann Auto dann da war, dann hatte man eigentlich überhaupt keinen Motor mehr, der anständige Leistung hatte. Und ich war dann in der Vorentwicklung und habe dann mit dem 137 angefangen, den 12-Zylinder zu bauen. Traurig war, dass ich da natürlich bin ja nicht der absolute Chef gewesen, sondern nur einer von denen. Mhm. Und irgendjemand hat mir gesagt, den 12-Zylinder kannst du bauen, aber 3 Ventile kriegt er. Die er noch heute hat. Weil man hatte die 3 Ventile natürlich propagandiert. Ich war nicht so begeistert, weil man kann da keine Nockenwellenverstellung machen. Mhm. Und Nockenwellenverstellung ist schon wichtig. Weil unten und oben braucht man halt andere Steuerzeiten. Das ist einfach das ist so ein bisschen ein Grundgesetz. Das kann man auch mit Unterschriften und Dogmen nicht so einfach außer Kraft setzen. Aber das war die Forderung.
Da habe ich mich gefügt, da ist dann der Dreiventiler entstanden. Da war nicht so toll, weil wir haben keinen 6 Liter rausgekriegt, sondern ja, nur 5,8 Liter am Anfang. Ja. War auch sehr schwierig, weil die Haube war zu klein. Also wir haben, das Saugrohr war ein bisschen zerquetscht und die Ölwanne war zu flach. Es war eigentlich ein sehr schwieriger Motor. Hatte auch nicht so viel Leistung. 367 PS. Ja, und habe ich aber einen super Konstrukteur eingestellt. Und da haben wir dann den Motor nochmal verringert auf 5,5 Liter, haben entsprechende Wasser zwischen die Kanäle gebracht und konnten dann ein Turbo draus machen. Und als Turbo ist er dann wirklich ein schöner Motor gewesen. Da spielten dann die drei Ventile auch nicht mehr die große Rolle. Da wurde dann eben zwangsbeatmet. Und ich denke, als Turbo hat er dann schon eine anständige Karriere hingelegt. Nicht von der Stückzahl her, aber war schon dann ein sehr potenter Motor. Wenn überhaupt eine Überreaktion, dann vielleicht, dass man in der Darstellung, also wie es dasteht, vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend gemacht hat. Aber alle anderen Dinge, die man technisch dann entwickelt hat und realisiert hat im 220, das war der richtige Weg, weil man hat diesen Dingen ja dann auch gefolgt. Ja? Also die Luftfederung. Leichtbau mit intelligentem Rohbau, der Übergang zur Systemtechnik, Distronik, als Beginn eigentlich so teilautonomes Fahren, all die Dinge, die man da realisiert hat, das waren keine Eintagsfliegen, sondern die haben in den nächsten S-Klasse-Generationen ja Einzug gehalten, ne? Und sind verbessert worden mit Distronik Plus, mit BAS Plus. Und. Beim Komfort haben wir ja hier im 220 ja dann das ABC als Top-Version eingebaut. Mhm. Im Coupé im 215 zuerst und dann im 220. Also Active Body Control mit einer kompletten Horizontierung des Fahrzeugs. Und natürlich war der Wunsch nach mehr Dynamik auch ein ganz entscheidender Punkt, der im 220 realisiert wurde gegenüber dem 140. Und der 140 ist zwar ein unheimlich komfortables Auto, aber jetzt nicht. Es animiert einen nicht unbedingt dynamisch zu fahren, obwohl das könnte. Ne? Und Längsdynamik hat er natürlich mit dem 220, mit dem M120 Motor. Ja. Naja. Ich schaue gerade auf die Verbrauchsanzeige. Die ist natürlich in den Anschlag gegangen. Ja. Die geht noch hier mit Zeiger. Ja, aber. Aber lassen Sie uns mal zurückgehen in das Jahr 91, als der rauskam. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, das war eine Geschichte, eine Kritikpunkt war natürlich die Größe. Und dann gab es aber auch sehr bald, ein paar Jahre später, gab es ja einen Kritikpunkt, wo der Wagen in Verruf geraten ist, weil er galt ja so ein bisschen auch als Panzer, vor allen Dingen was den Unfallgegner betrifft. Ne? Der fährt ja einfach durch alles durch. Also für den Insassen ist es gut. Also hier drin passiert einem, glaube ich, nicht so viel. Und ich meine, es gab irgendwann mal, Jens, vielleicht erinnerst du dich, ich weiß, ob es die Automotor Sport war, es gab einen Crash gegen irgendeinen Opel oder Golf. Und da sah also der Unfallgegner, von dem sah man nicht mehr sehr viel. Und bei dem Auto war sozusagen mal übertrieben gesagt, die Fußmatte verrutscht. Und ich glaube, das war ja dann nur der Grund, warum man beim 220er dann auch mehr, also den hat man ja quasi in Anführungszeichen dann auch weicher gemacht, ne? Ja, wobei die Kritik bezüglich Kompatibilität beim Crash ungerechtfertigt war gegenüber dem Auto. Ich sag mal, wenn du in den Pappkarton fährst, ist der halt kaputt. Ja. Natürlich sah der Corsa dann doch recht stark mitgenommen aus. Aber auf der anderen Seite war es schon so, dass der W140 aber auch erhebliche Deformationen hatte, die selbstverständlich auch dem Corsa zur Verfügung standen. Kurze Zeit später, nach dem W140, ist ja bei uns das Marb entwickelt worden. Da haben wir uns mit dieser Fragestellung natürlich noch mehr auseinandergesetzt. Und ganz klar ist es,
Nicht nur der Große muss auf den Kleinen Rücksicht nehmen, sondern der Kleine muss auch steif genug bauen, damit er für die Kollision mit größeren, schwereren Fahrzeugen auch gerüstet ist. Also Kompatibilität ist ein Thema, was sowohl das kleine Fahrzeug betrifft, als auch den Großen. Real Life Safety. This philosophy applies to all Mercedes-Benz and smart vehicles. The main focus in their car-to-car crash tests is the compatibility of vehicles of different sizes and weights. Smart versus S-Class looks pretty much like David versus Goliath. And they will collide to demonstrate their high safety standards. Thanks to its Tridion cell, the Smart's passenger compartment remains intact. A hard shell protects the soft core. At Daimler, safety is no matter of size. The forces on the occupants were significantly lower than the biomechanical limits. Test passed, once again. Dieses Beispiel zeigt, man kann dieses Problem lösen. Man kann tatsächlich einerseits kleine Fahrzeuge, sehr kleine Fahrzeuge bauen. Und wenn sie richtig gebaut sind, sind sie auch kompatibel mit größeren Fahrzeugen. Der Große muss selbstverständlich auch auf die kleineren Rücksicht nehmen. Und man muss beim Großen alle Möglichkeiten ausschöpfen, Deformationen zu aktivieren, die natürlich dann dem Kleinen auch zugutekommen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Auto. Das ist Wahnsinn. Das ist ich würde mir gerne einen anschaffen. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass es man findet keinen guten. Und das Zweite ist, das ist auch ein problematisches Auto als Oldtimer, weil wir sitzen ja auch in einem Auto, das erste Auto, was das CAN-Bus-System hat. Ja, ja, also Elektronik. Ja, und ich glaube sogar die Kabelkanäle, die sind alle unterschiedlich groß, je nach Ausstattungslinie und so weiter. Also das war ja, glaube ich, alles, also hier in dem Auto ist ja nichts, was irgendwie dem Rotstift zum Opfer gefallen wäre. Es ist ja wirklich alles... Das haben Sie gut gesagt. Ja. Rotstift zum Opfer gefallen wäre. Das ist ja das Helmut-Kohl-Auto. Neben dem 126er, das passt einfach. Ja. Das ist ja schon eine Staatslimousine, auch von außen, was der für einen Auftritt hat. Diese hohen Fenster auch, das hat ja auch was Staatsmännisches. Das ist ja fast wie Adenauer, ja. Dass das Auto so ein hohes Greenhouse hat, tolle Rundumsicht. Ja, das hat sich natürlich heute im Optimieren der Dynamik, nicht nur des Fahrens, sondern auch des Erscheinungsbildes, hat sich das natürlich drastisch geändert. Da haben wir die hohe Gürtellinie. Die Gürtellinie ist immer höher gerutscht. Ja. Gut, aber jetzt hat man natürlich auch wieder Systeme, wo die Nachteile der Übersichtlichkeit aufgrund der Gestaltung kompensiert werden. Ne? Wir haben halt Rundumkamera, ja. Sie haben Parktronic, also über die Parktronic zur Rückwärtskamera, zur Rundumkamera 360 Grad, all die Dinge hat man und damit kann man eben kompensieren. Ich habe aber hier was ganz Futuristisches, ich habe hier Peilstäbe. Ne? Ja, ja. Ich sehe sie aber gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Die sind immer verlängert worden. Naja, ich sehe sie nicht wegen der Kopfstützen tatsächlich. Ja. Das ist ein kleiner, also muss ich mich jetzt doch beschweren beim Baureihenchef. Ich sehe die Peilstäbe nicht. Herr Klode, was machen wir da? Solange Sie nicht fordern, dass wir sie jetzt verlängern, sage ich, okay. Sehr schön. Wir könnten ja vielleicht die Kopfstützen ein bisschen umlegen. Wahrscheinlich, ja. Dann, das kann man. Ich weiß nicht, ob der Schalter neben der Heckscheibenheizung. Ach was. Hier das. Ach, die gehen elektrisch. Du glaubst es nicht. Siehst du den Peilstab? Nee, habe ich eben nicht gesehen. Aber ich habe jetzt auch keinen Rückwärtsgang. Ja, dann. Das ist dann jetzt auch versenkt, ja. Jetzt machen Sie mal rein. Nee, ich sehe es tatsächlich. Jetzt sehe ich hinten links gerade so, ja. Also das ist irgendwie vielleicht, nee, tatsächlich, die sind genau verdeckt. Also schwerer Konstruktionsfehler, muss ich mal sagen. Ich bin aber froh, dass ich einen Mangel gefunden habe an dem Auto, weil wo findet man einen Mangel an einem 140er? Aber, also ich persönlich kann mit dem Mangel jetzt leben. Ich auch. Gleich wieder tanken, habe ich gesehen.
Also was ganz anderes als der 140er natürlich. Also ein Auto, das natürlich einen Reiz hat, weil es viele Technologien gebracht hat. Auch hier das Navigationssystem und diese ganzen Themen, die Federung, das ist alles interessant und er ist natürlich unheimlich faszinierend mit dem 500 PS V12. Das Auto ist unglaublich im Fahren. Interessant auch natürlich der 8-Zylinder-Diesel, 400 CDI, an den ich mich sehr, sehr gut erinnere, weil wir im Freundeskreis einen laufen hatten. Mhm. Also den 8-Zylinder-Diesel, den habe ich auch gemacht. Ja. Mein Projekt da war der Professor Pischinger. Ja. Sie vielleicht mal den kenne ich vom Wiener Motorensymposium. Okay. Das ist der, war mein Mitarbeiter. Den habe ich als Abteilungsleiter engagiert gehabt, einer der intelligentesten und besten Ingenieure, die ich je gekannt habe. Und wir haben ja wir hatten ja erst den 12-Zylinder gehabt, ja. M137. Ja. Und dann war der zu Ende. Ja. Und dann hat es geheißen, Audi macht den 8-Zylinder, BMW ist dran. Mhm. Und dann haben wir den Motor gemacht. Und der war ja im Verhältnis zu Wettbewerbsmotoren, hatte der verschiedene Feature. Das war ja ein 72-Grad-Motor, also kein 90-Grad-Motor, sondern ein 72-Grad-Motor, weil wir wollten, dass dann jedes Auto hineingeht. Ja. Und mit den Turbos kann man nicht 90 Grad machen, sonst wird das schwierig. Dann war es ein Aluminiummotor, was für uns sehr schwierig war. War sehr lange auf der Kippe, ob wir das Kurbelgold zum Halten kriegen. Ja. Aber wir haben das Ding geschafft und die ersten Motoren wurden ja in der E-Klasse verbaut. Ja. Und da mal der Pischinger, der hat die auf der Einbaubahn vorgeführt, das war eine Welt. Sowas hatten wir überhaupt noch nicht. Das hatten wir überhaupt noch nicht gehabt. Das war schon eine Sache. Natürlich ist es dann schwierig gewesen, den in die Serie zu bringen. Ja. Das gab dann große Probleme. Ich habe auch nur die Vorentwicklung verantwortet, bis etwa so die ersten 20 Motoren und die ersten Vorführungen haben wir gemacht noch, die ersten Pressegeschichten und dann haben wir das in die Serie abgegeben. Das hat dann der Schommers, Dr. Schommers, war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, aber zu der Zeit dann nicht mehr. Der hat das dann weitergemacht. Gut, inzwischen ist natürlich die Welt weitergegangen. Man konnte Doppelturbos machen oder verstellt. Also brauchte man dann nicht mehr. Aber Audi hat sogar ein V12 TDI gemacht. Da haben wir einen 12, ja, aber bei uns ist es dann nicht mehr gewesen. Aber das war auch eine sehr, sehr, sehr heiße Entwicklung. Das hatte ich vergessen. Aber solche Motoren, die habe ich noch öfter gemacht, die sind, ich will nicht sagen, sind nichts geworden, aber sagen wir mal, ja, ich hätte denen natürlich lieber 10 Lebensjahre gewünscht oder so. Ja. In der E-Klasse bin ich damals gefahren, im G-Modell als Testwagen. Ja, ja, ja. Das war schon unglaublich. Der war super, super Dinger war das. Es waren auch sehr gute Leute. Wir waren ja damals in der Vorentwicklung nur eine sehr kleine Mannschaft. Aber die waren schon alle da begeistert dabei und es war nicht einfach. Was hätten Sie noch mal gerne in die S-Klasse reingebracht, was nie kam? Tja, ich habe ja auch lange an das automatische Getriebe, also an ein stufenloses Getriebe gedacht. Und wir haben ja auch ein CVT-Getriebe gehabt. Das haben wir auch. In der A-Klasse? Nein, nicht in der A-Klasse. Wir haben C-Klasse, für die C-Klasse. Und damals war da Wavra, haben Sie vielleicht? Wavra kenne ich, ja. Helmut Wavra, gut. Ein Kollege von mir, den habe ich da beschworen, du musst den Platz frei halten, weil das Getriebe, CVT-Getriebe natürlich anders baut als ein anderes, dass man den Platz hat. Und wir haben auch das CVT-Getriebe damals fertiggebracht, sind dann auch gefahren, konnten dann auch zeigen, dass man damit Kraftstoff sparen kann, weil man in besseren Kennfeldbereichen fahren kann, war sehr schön. Natürlich war das CVT-Getriebe nicht geeignet für die S-Klasse, weil wegen der Drehmomentengeschichte. Ja. Aber da gab es andere Möglichkeiten, die haben wir mit Nissan gemacht. Mhm. Wenn stufenlose Getriebe
imagemäßig, wenn das was geworden wäre, hätten wir auch noch ein größeres gemacht. Nicht mit Mitte der Kette, ja. Da gibt es aber andere Möglichkeiten. Aber das ist damals nicht der Audi, hatte ja ein CVT-Getriebe. Stimmt, Multitronic haben ja. Die das genannt. Ja, ja. Ja, genau. Und die Japaner sowieso durch die Bank weg. Nissan heute noch ja. Mit den 6 Zylindern. Ja, ja, aber hier ist es irgendwie, hat man das. Ich fand das toll, wenn man Gas gab, dass dann der Motor höher drehte und dann mit entsprechende Leistung frei. Ja, das ist turbinenhaft. Ja, der gab dann richtig Leistung frei. Das ist eigentlich witziger, als die Gänge zu simulieren. Und, ja, und wir hatten natürlich ein viel höheres I-Verhältnis, also Übersetzungsverhältnis. Ja. Das heißt, wenn sie vom Gas gingen, dann war es auch Ruhe. Ja. Also dann normal, ne, dann dreht er da Ding, also war, hatte viele Vorteile. Ja, das war irgendwie. Gut, man muss also natürlich zugeben, das ist ja immer in der Technik so, dass gut ist oder das Bessere ist des guten Feind oder wie man sagt. Und es ist natürlich so, als wir anfingen, da gab es eben nur das Vierganggetriebe. Ja. Und dann konnten die auch den Schlupf nicht so richtig begrenzen, weil ja. Das dann ruckelte. Mhm. Also die hatten dann, das war noch keine richtige Elektronik drin. Ja. Und dann haben wir das CVT-Getriebe gemacht. Und als wir mit dem CVT-Getriebe so weit waren, dass das also hätte beschlossen werden können, ja. Dann hatten natürlich die Serienleute auch andere Möglichkeiten. Ja. Und ja, dann ist das eben so. Ne? Jetzt haben Sie ja 9 Gänge. Ja. Das geht ja schon fast in Richtung CVT. Ja, das ist der Wahnsinn, was wir machen. Das ist übrigens eine Sache, wo ich bin ja als, gebe ich zu, als Motorenbauer habe ich mir gedacht, naja, Motor, das ist schon das richtige Getriebe, naja, das brauchen wir aber eigentlich, ist nicht so wichtig. Aber ich habe dann eben dort als Vorentwickler auch eine Getriebeabteilung gemacht, wo wir das CVT-Getriebe gemacht haben und auch andere Sachen, Hinterachsgetriebe aus ja. Aluminium, ja. Die waren ja damals auch mit Graugus ganz schwer und verspannte Zahnräder, die nur Reibung machten. Mhm. Und habe gelernt, dass also eine Getriebekonstruktion, das ist schon schwierig. Gucken Sie sich mal eine Getriebe konstruiert an, das ist der Wahnsinn. Ich meine, der geht da mit vielleicht 300 Newtonmeter rein, aber der kommt mit 2.500 raus. Mhm. Was man da machen muss. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, der Fahrzeugentwickler, dass man eigentlich sein ganzes Berufsleben, wenn man mal in Ruhestand gegangen ist, auf der Straße herumfahren sieht, egal wo man auf der Welt ist. W126, es ist auch was die Außenhaut und auch uns Sicherheitsleute in gewissem Maße angeht, natürlich eine ganz große Besonderheit, die es bis dahin nicht gab. Der W116 hat noch Stoßstangen, ja, ja. Wir haben sie immer Stoßfänger genannt, aber ja. Eigentlich sind es schon Stoßstangen, also aufgesetzte ja. Profile. Ja. Und hier haben wir eigentlich das erste Mal eine Lösung, die wo ein Stoßfänger eigentlich in die äußere Form der Karosserieform eingebracht ist. Im Prinzip da auch ein Vorreiter, weil heute sind alle Autos in dieser ja. Art. Ne? Also bis dahin gibt es die Stoßstange beim W116 ja. Und hier haben wir plötzlich sowohl den Heck- als auch den Frontstoßfänger eingebaut. Was hier der Fall ist, wir haben noch einen Stoßfänger-Biegeträger. Also unter dieser Hülle ist ja. Noch, wir haben die Karosserie und vor der Karosserie ist ein montierter Stoßfänger-Biegeträger. Ja. Auf einem biegefesten Träger sitzt eine tief nach unten gezogene Schürze aus elastischem und korrosionsfestem Material. So werden kleine Schäden am eigenen und fremden Fahrzeug vermieden. Der nächste Evolutionsschritt war, auf diesen zu verzichten. Ja. Man hat es dann beim W124 so gemacht. Ja. Und da ist der Stoßfänger-Biegeträger ein Teil der Karosseriestruktur. Ja.
Und der Stoßfänger wird dadurch gebildet, dass davor nur noch eine Schaumstruktur angeordnet ist und dann davor eben diese Schürze, die Stoßfängerschürze. Ja. Im Prinzip das Konzept, was heute alle in allen Fahrzeugen verbaut haben. Für Amerika brauchten Sie immer spezielle Stoßfänger oder Stoßflächen mit der 5 Meilen, 8 Kilometer pro Stunde Vorschrift. Richtig, richtig. Das war nie ein Thema, das global auszurollen? Nein, das wollte man eigentlich nicht. Wir haben also immer USA-Versionen gehabt. Weil, und auch im W126 dann, der Stoßfängerüberhang war dann auch ein größerer. Bei dem sah man es noch, ne? Später nicht mehr beim 140er. Später hat man es nicht mehr gesehen, aber hier war die USA-Stoßfänger. Beim W116er haben sie es ja massiv gesehen. Das war wie ein ESF sozusagen. Da konnten sie ja auf den Stoßfänger als Sitzbank verwenden. Ja, ne? Hier hat man halt dann die Überhänge etwas größer gemacht, weil man das einfach gebraucht hat. Mhm. Und dadurch, dass wir hier noch einen Stoßfänger-Biegeträger hatten im W126, gab es dann unterschiedliche Längen und unterschiedliche. Ja. Der USA-Stoßfänger hat einen Stoß, also einen Dämpfer gehabt, einen regelrechten Dämpfer, um diesen Aufprallstoß, diesen 5-Meilen-Test zu erfüllen. Ist das sinnvoll überhaupt, das, was die Amis damals gefordert haben? War ja vor allem Lobbyarbeit der Versicherung, ne? Sinnvoll nicht. Nicht unbedingt, weil ein Aufprall auf ein starres Hindernis mit 5 Meilen nicht unbedingt die Wirklichkeit widerspiegelt. Mhm. Weil ein Stoßfänger kann auch überfahren oder unterfahren und dann sind die Schäden doch da. Ja. Auch wenn der Stoßfänger in der Lage ist, einen Aufprall gegen ein Hindernis mit 5 Meilen ohne Schäden abzudämpfen, heißt es noch lange nicht, dass man keine Schäden im Niedriggeschwindigkeitsbereich hat, wenn sich Stoßfänger nicht treffen oder über- oder unterfahren. Jetzt gibt es ja einen ganz besonders beeindruckenden Crashtest, der immer gemacht wird. Jetzt spektakuläre Bilder. Der wird, glaube ich, auch schon seit den 60 Jahren gemacht. Das ist der sogenannte Dachfalltest. Erklären Sie mal, was da getestet wird. Den Dachfalltest macht man bei Mercedes eigentlich seit man Unfallversuche macht. Ich denke, 1959 hat man mit den ersten Versuchen begonnen. Sie kennen vielleicht die alten Filme, wo die W111er über die Korkenzieherrampe fahren, also so mit einem Rad über so eine Rampe und sich dann überschlagen, oder auch den W108, W109. Damit hat man begonnen, dann hat man aber recht schnell festgestellt, ein Überschlag ist ein sehr nicht reproduzierbares Testverfahren. Mhm. Also wenn Sie zweimal denselben Test gemacht haben, ist jedes Mal hat sich das Fahrzeug anders gedreht. Ja. Also man konnte dann nicht Testergebnisse vergleichen. Mit dem können Ingenieure wenig anfangen, wenn sie etwas optimieren sollen. Das war einer von vielen Versuchen. Und dann hat man im Hause den sogenannten Dachfalltest als Ersatztest für den Fahrzeugüberschlag kreiert. Dazu hat man ein Fahrzeug einfach umgedreht, sodass es erstmal in horizontaler Lage, also 180 Grad gedreht, aufgehängt wurde. Und dann hat man das Fahrzeug um 25 Grad zur Seite geneigt und um 5 Grad nach vorne. Man hat dann dieses Fahrzeug aus einem halben Meter, hört sich jetzt nicht dramatisch viel an, es ist dann eine Aufprallgeschwindigkeit von 12 km/h, auf die vordere linke Dachecke fallen lassen. Ja. Und wenn Sie ein Fahrzeug so positionieren, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist der Massenschwerpunkt des Fahrzeugs relativ nahe an diesem Aufprallpunkt auf der Dachecke. Also es ist ein sehr harter Fall, weil sich das Fahrzeug relativ wenig dreht, weil da wenig Hebelarm zwischen dem Massenschwerpunkt und diesem Aufprallpunkt vorhanden ist. Und man hat dann einfach sich Limits gesetzt, wie groß darf dann die Deformation, die Dachverformung sein bei diesem Test. Und das war für uns der sogenannte der Vergleichstest. Um den Grad der Dachsteifigkeit eines Fahrzeuges und die Überschlagssicherheit zu bewerten. Mhm. Und ganz am Anfang hat man das noch sehr ambulant gemacht. Der Herr Krolik, das ist zwar ein Werkstattmitarbeiter bei uns, das war so ein Mann, der hat
gibt es schöne Filme, da stand dann, man hat das Auto an einem Drahtseil aufgehängt, ja, und der stand dann oben mit dem Bolzenschneider und hat dann dieses Drahtseil, ja, durchgezwickt. Ja. Irgendwann fiel das Auto und man wusste nie genau wann. Ja. Und das mit den Highspeed-Kameras war eine schwierige Sache. Ja. Man hat dann irgendwann so eine Lösung gefunden, wo man über Pyrotechnik, über so eine elektrisch aktivierte Sprengschraube, ja, dann einfach die Verbindung gelöst hat. Und dann konnte man dann damals dann das Fahrzeug punktgenau oder zum richtigen Zeitpunkt auslösen. Ja. Unzählige Aufprallversuche haben dazu beigetragen, die Sicherheit der neuen S-Klasse zu optimieren. Beim Frontalaufprall leistet die Vorderpartie des Fahrzeuges stufenweise zunehmend Verformungswiderstand. Der Motor dringt nicht in den Innenraum ein. Die Front- und Heckaufprallversuche beweisen vor allem auch die hohe Steifigkeit der Fahrgastzelle. Die Verletzungsgefahr am Lenkrad wurde durch den neuen Pralltopf erheblich vermindert. Das Swellrohr verformt sich und vermeidet damit das Eindringen der Lenksäule in den Innenraum. Beim Heckaufprall erweist sich die Lage des Tanks über der Hinterachse als wichtiger Sicherheitsfaktor. Und beim Überschlagen zeigt sich die Festigkeit der Dachsäulen. Der verstärkte Dachrahmen verbindet sie miteinander und verhindert so das Einknicken des Dachs. Außerdem kein Herausschleudern der Insassen. Alle Türen bleiben geschlossen. Insgesamt ein umfassendes Sicherheitssystem mit nachgewiesener Wirkung. Also der W126 ist an der Stelle auch ein Vorreiter, was Karosseriestähle angeht, was die verwendeten Materialien angeht. Man hat im Karosseriebau bis dato eigentlich das sogenannte ST1403. Es ist ein Tiefziehstahl, mhm, verwendet. Also eine Karosserie besteht ja aus Pressteilen. Ne? Also ja. Es gibt eine Ebene, ein Coil, also eine Blechrolle sozusagen. Ja. Von der werden dann Platinen gestanzt und, mhm, die werden dann in einem Presswerkzeug dann so umgeformt, dass sie dann ein Karosserieteil bilden. Ja. Und wenn man so ein Bauteil so verformt, ist man darauf angewiesen, dass eine hohe Verformbarkeit dieses Stahls da ist. Mhm. Und bei dem damaligen Karosseriestahl hat man eigentlich eine Höchststreckgrenze vorgeschrieben. Also dass ein Material mindestens so steif ist oder so eine hohe Streckgrenze hat, aber maximal. Und zwar, die Zielsetzung war, dass es möglichst weich war eigentlich, ja, um diese Verformbarkeit sicherzustellen im Presswerkzeug. Ja. Und es war natürlich nicht das, was die Sicherheitsleute wollten. Ja. Die hätten eigentlich gern lieber höherfeste Materialien, ja, gehabt. Und dann ist man übergegangen dazu, das erste Mal sogenannte mikrolegierte Bleche zu verwenden. Und die, bei denen war jetzt eine Mindeststreckgrenze, mhm, vorgegeben, nämlich 260 Newton pro Quadratmillimeter war damals die Mindeststreckgrenze. Und das war natürlich deutlich mehr als das, was normale Tiefziehstähle hatten. Und dann hat, ja, man das begonnen, ja, dann solches Material an hochbelasteten Stellen einzusetzen. Allerdings konnte man das nur da, wo dieser Umformgrad bei einem Pressteil nicht zu groß war. Mhm. Weil sonst hätte man es nicht produzieren können. Ja. Ja. Also hätte man dieses Pressteil nicht herstellen, okay, können. Und so war der W126 das erste Auto, was dann wirklich höherfeste Materialien, wo wir höherfeste Stahlsorten eingesetzt haben, die dann natürlich auch mitgeholfen haben bei diesem Ziel, diesen frontalen Offset oder auch einen Dachfalltest. Ja. Oder auch beim Seitenaufprall dann bessere Ergebnisse zu erzielen. Mal den Sitz schön ein. Und das Unglaubliche ist, wenn du mal eine Nase nimmst,
wie dieses Fahrzeug riecht. Wir haben jetzt so viele Autos auch olfaktorisch wahrgenommen. Ja. Und bei diesem Fahrzeug ist ganz besonders, er ist erst 4 Jahre alt. Oder auch schon 4 Jahre, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber riecht wie ein Neuwagen. Ich habe gerade mit dem Herrn Wittmann, dem Leiter von der Sammlung, gesprochen und er hat mir bestätigt, das Fahrzeug ist der letzte jemals gebaute V221. Ja. Und das ist der Bandabgänger. Der ist direkt vom Band ins Mercedes-Benz-Museum gefahren. Ah ja, guck mal, die lassen uns. Also man hat keinen Respekt vor dem Bandabgänger. Auch die Flosse hat Respekt. Ja. Ich bin zu aufgeregt, um die Kilometeranzeige mir anzeigen zu lassen. Ich muss auch vor allem erstmal hier den linken Außenspiegel einstellen. Und wir fahren jetzt einen S504-Matic, der bei dem 221 Mopf, glaube ich, 425 PS hat. Ich bin mir auch nicht sicher. Die erste Begegnung, die ich mit diesem Auto hatte, war ganz witzig, weil in meinem früheren Leben habe ich im Werbebereich gearbeitet und hatte also viel mit Leuten aus der Werbeindustrie zu tun. Auch es gab da einen Geschäftsführer von der Werbeagentur, der hat unter anderem das Beck-Segelschiff mit diesen grünen Segeln hat er erfunden. Also richtiger Selfmade-Mann, auch aus dem Ländle. Und der fuhr immer S-Klasse, schon sein ganzes Leben. Auch als er jung war, war er auch schon wohlhabend. Und der war immer ganz begeistert, dass er, wenn er zu uns gekommen ist in die Firma und hatte mit uns zu tun, dass ich ein 560 SEL in Nautikblau Metallic fahre. Weil den hatte er schon als Mann, Ende 20 hat er den auch schon gehabt. Also er wollte dann immer meinen fahren. Und wenn er meinen gefahren ist, hat er mir dann immer dieses Auto quasi überreicht, sein S504-Matic. Er war ein bisschen, er hat sich ja gleich mal entschuldigt, dass es nur ein S500 ist, weil eigentlich wollte er ein S63-4-Matic haben, den gab es aber damals noch nicht. Es gab also keinen 63er mit 4-Matic, den brauchte er aber für sein Haus in St. Moritz im Winter. Also von daher musste er diese kleine Motorisierung nehmen, die wir jetzt hier fahren. St. Moritz ist übrigens ein schönes Stichwort. Das Auto wurde in St. Moritz vorgestellt. Ach was, du warst dabei. Ich war dabei. Das war eine tolle Veranstaltung, so richtig alte Schule, aber es war die erste Presseveranstaltung, an die ich mich erinnere, weil es zum Mittagessen keinen Wein gab. Mercedes hat stattdessen eine Wasserkarte gereicht, wo man also unter 6 oder 7 oder 8 Sorten Wasser sich was aussuchen durfte. Mein Co-Pilot und ich haben natürlich demonstrativ trotzdem shoppen Wein bestellt. Das mache ich heute nicht mehr. Das war eine tolle Veranstaltung in einem ganz klassischen Hotel. Ich glaube, wir sind den San Bernardino Pass gefahren. Ja. Das war die Modellpflege dann? Nee, das war der ursprüngliche Launch. Ach krass, 2005. Ja, genau. So lange ist das her, 12 Jahre inzwischen schon. Und wir haben jetzt ja schon gerade die Modellpflege der Baureihe 222 hinter uns. Also eigentlich altes Auto, hier natürlich immer noch hochmodern, weil Mopf hat auch die wesentlich schöneren Rückleuchten. Aber am Anfang ist alles so ein bisschen schwierig, ist ein bisschen sehr schlecht gealtert, glaube ich, oder der 221er. Ja, mit diesen Streifen in Rückleuchten, in Wagenfarbe und so, ein bisschen Chrom. Ja, schwieriges Auto, stilistisch auch. Ne? War natürlich wieder groß. Der Vorgänger war arg kompakt im Vergleich zum 140er. Dieser ist dann im Grunde wieder auf das Niveau, das eine S-Klasse haben sollte. Dann hat er diese additiven Formen außen, habe ich mir erklären lassen, nennt man diese additive Formgebung mit diesen, ich nenne es mal Ford Focus Radläufen. Ich dachte immer an den Mazda RX-8 vorne. Den müssen wir jetzt mal richtig vor. Also der hat überhaupt keine Toleranz hier mehr, um auszuweichen, da der Harvester oder was das da ist. Ja. Interessanterweise, was ich glaube zu wissen, ist, dass dieses Fahrzeug tatsächlich eines der Erstlingswerke von Gordon Wagner aber ist. Weil er hat das zwar damals noch, Designführung war Professor Peter Pfeiffer, aber ich glaube speziell der 221er ist schon von Gordon Wagner gezeichnet. Was ein bisschen überrascht, weil ich muss sagen, bislang sind die Gordon Wagner Designs alle sehr gut gealtert und der hier irgendwie nicht so. Also der ist doch jetzt schon... Gib ihm noch ein paar Jahre. Ja, vielleicht kommt er wieder. Übrigens hier ein tolles Armaturenbrett natürlich. Ja. Interessant war er mit dem optionalen Nachtsichtsystem. Ja. Denn wenn man das eingeschaltet hat, hat er drunter ein Bandtacho. Zwei spezielle Frontscheinwerfer leuchten die Fahrbahn unsichtbar für das menschliche Auge mit Infrarotlicht aus. Eine infrarotempfindliche Kamera hinter der Frontscheibe nimmt die Szene vor der Limousine auf. Ein Bildsignal wird an die elektronische Steuereinheit weitergeleitet. Dort wird das Signal aufbereitet und als optisch angenehmes Graustufenbild an das Display im Kombi-Instrument gesendet. Das 8 Zoll große Display liegt im primären Sichtfeld des Fahrers und kann genauso einfach wie Tachometer und Cockpit-Instrumente genutzt werden.
Kurze, regelmäßige Kontrollblicke auf das Infrarot-Nachtbild informieren schnell und weitreichend über die Situation auf der Fahrbahn. Der Nachtsichtassistent von Mercedes-Benz ist ein weiterer Meilenstein der Pkw-Sicherheitstechnik und ein wichtiger Beitrag zur Verringerung des Unfallrisikos bei Dunkelheit. Das ist natürlich dann richtig schön klassisch. Bandtacho, Lenkradautomatik, also unfreiwillig Retro. Ja. Überhaupt die Lenkradautomatik. Der Vorgänger hatte noch die Wählhebel in der Mittelkonsole. Ja. Dann gab es nicht einen Vierzylinder? Genau. 221er Mopf war das erste Fahrzeug mit Vierzylinder Diesel, also auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ich glaube, der hatte nur 204 PS. Aber muss man sagen, wir haben damals mal so ein Gipfeltreffen gemacht mit meinem 126er 560 SEL und dem 250 CDI, so hieß er, S250 CDI. Genau. Man muss dazu sagen, die Fahrleistungen sind ja tatsächlich vergleichbar. Das ist ja immer das, was Leute immer vergessen. Es hat sich ja doch ein bisschen was getan in der Motorentechnik. Mhm. Also vom Anzug, auch vom Drehmoment natürlich, kann man durchaus den alten V8 mit 5,6 Litern schon vergleichen mit dem heutigen Vierzylinder Diesel oder damaligen Vierzylinder Diesel, auch schon wieder alt. Ah ja, interessant war ja mal, als Mercedes einen modernen Motor, einen 651, in den W201 eingebaut genau. hat. Ne? Ja. Und wie das Ding abging. Ja, ja. Das war schon. Da habe ich einen Nardo gesehen. Da habe ich nicht selber gefahren, leider. Ja. Ja, interessant. Ja, was ist für dich die S-Klasse schlechthin? Wir sind jetzt alle Generationen eigentlich gefahren. Ja, ich müsste ja natürlich wieder sagen, würde jetzt jeder wetten, ja, der Schlöpp, der sagt jetzt 126er. Klar, aber ich muss tatsächlich sagen 140er. Ja. Was ist dein Eindruck? Ich glaube, die Leute denken an den 126er, aber ich glaube, der 140er ist einfach die Krone. Ja? Das Auto ist also so perfekt und so fast schon überdimensioniert in vielen Komponenten, dass es den 126er nochmal deutlich übertrifft. Ja. Dieser perfektionistische Ansatz, die Technikverliebtheit bei dem Auto, die überragende Leistung, also das ist für mich eigentlich auch die S-Klasse schlechthin. Am harmonischsten ist sicherlich der 400er oder 500er, aber es muss im Grunde ein 600er sein. Das eigentlich ist einfach schon. Eigentlich schon. Ja. Also absolute Krönung. Als Statement nicht zu übertreffen. Ja. Unglaublich waren natürlich die Sachen, die wir vorhin im 140er schon mal diskutiert haben, wie der elektrisch verstellbare Innenspiegel mit Memory-Funktion, ja. Die Peilstäbe, die dann nochmal verlängert wurden fürs Rückwärtsrangieren. Die wurden aber dann durch die Parktronic-Sensoren genau. ersetzt bald. Die noch relativ hässlich, glaube ich, beim 140er waren. Die haben dort doch sehr die umlaufende Karosserie. Ja, vier Stück hinten. Waren schon ordentliche Oschis da. Ja. Und dann gab es aber eben auch noch die schönen und interessanten Farben, eigentlich wie in den 70ern. Es gab eben auch den 140er noch mit blauer Innenausstattung, dunkelgrün. Ja. Bordeaux-Rot mit durchgefärbten Armaturentafeln und so weiter. Es gab noch Velour-Sitze. Ja. Über die Stoffsitze, über das Flachgewebe hinaus. Ja. Und ist irgendwo interessant, dass da Einflüsse aus mehreren Epochen in diesem Auto genau, das ist wirklich, da trifft sich die Historie mit der Zukunft, weil in vielen Sachen ist er immer noch, eigentlich immer noch ein modernes Auto, kann man sagen, wegen gerade CAN-Bus-System. Bordnetz, also das ist ja dann auch Xenon-Scheinwerfer schon gehabt. Noch nicht mit Linsenprojektoren, was auch gut ist, weil dann hätte er einen ganz furchtbaren Blick bekommen. Ja, Also noch mit Streuscheiben. Erinnerst du dich noch an die Night-Kampagne damals, als der W140 rauskam? Die passten dann nicht mehr auf die Autoverladung nach Sylt und ja, so das weiter. Ist aber doch eine Urban Legend, das stimmt doch gar nicht. Ja, das ist klar, das ist eine Urban Legend. Ja, angeblich, weil nicht anklappbare Spiegel und er sei so furchtbar breit, aber mein Gott, er ist wahrscheinlich schmaler als ein heutiger GLC oder so. Also, hier mal leider keinen elektrisch verstellbaren Spiegel. Ja, 126er, das ist natürlich die S-Klasse, an die viele denken, das Auto ist unheimlich puristisch im Design und auch schon ein wahnsinnig schnelles Auto. Deiner läuft ja 250 glatt, nehme ich an. Ja, das musste. Also eingetragen 240, V-Max aber schafft er nicht. Mhm. Längster Bauzeitraum, 12 Jahre lang. Wir haben heute nicht mehr nachgefragt, das können wir vielleicht noch nachholen, warum eigentlich. Es gibt Gerüchte, dass der 140er nicht fertig geworden ist, 1987, als er kommen sollte. Mhm. Und dann kam er, oder 1989 sollte er, glaube ich, kommen, und dann kam er erst 91. Deshalb ist vom 126er sind sage und schreibe 800.000 Stück von der Limousine gebaut worden und nochmal, glaube ich, 100.000 vom Coupé. Also
eine irrsinnige Stückzahl. Allerdings natürlich dem langen Bauzeitraum geschuldet. In relativen Zahlen ist der hier erfolgreicher gewesen und aktuell auch der 222 erfolgreicher. Aber auch da könnte man wieder gegenrechnen und sagen, naja gut, die haben ja auch ganz andere Märkte. 126er, da war China eigentlich noch fast, da war China noch nicht erkundet, war noch nicht auf der Landkarte sozusagen. Ja. Und heute ist ja zum Beispiel der Hauptabsatzmarkt für den Maybach ist ja China. Ja, richtig. Ja, auch interessant, diese Neupositionierung von Maybach und überhaupt, dass es Mercedes nochmal gewagt hat, diese Marke, die eigentlich wieder, die unbekannt war vor der Neuanführung, um 2000 rum, die dann eigentlich ein bisschen verbrannt war. Ja. Warum? Die dann nochmal zu bringen. Ja, weil das Auto eben einfach keinen Erfolg hatte. Und gut, es war teuer. Es war teuer. Es war ein teures Werbegeschenk. Ich glaube, mit wie viel wurde jeder Maybach bezuschusst seitens Daimler? Ich meine, es war irgendwas mit 300.000 Euro. Hinkommen. Hat eine sehr enttäuschende Wertentwicklung für Sammler bis jetzt, ja. Das stimmt. Und trotzdem, und ich glaube, auch das wollte Gordon Wagener und hat das maßgeblich vorangetrieben, trotzdem ist Maybach nochmal gekommen und ist jetzt also eine ganz erfolgreiche Geschichte. In China verkaufen sich die Autos sehr gut, aber man sieht sie auch ab und zu in Europa und in den USA. Ja. Interessant. Und man kann damit spielen, mit Sondervarianten, mit dem Cabrio jetzt, das sofort ausverkauft war. Ja. Auch vom G650 Landaulet hätte man viel mehr bauen können. Ja. Das ist ganz überzeugend eigentlich. Es ist aber, man muss schon zugeben, es ist nicht mehr dieses, ich meine, einerseits ist der Maybach nicht mehr so krass oberhalb der S-Klasse angeordnet, wie das vorher mit der Baureihe 240 war, also der wirklich ein Manufakturfahrzeug war. Mhm. Andererseits muss man dazu sagen, ist die Basis natürlich auch wieder sehr viel besser. Also jetzt sozusagen die S-Klasse 222 ist natürlich auch einfach schon ziemlich weit vorne von dem, was man überhaupt technisch machen kann. Ja, und man kann halt immer mitziehen. Das war beim 240er einfach nicht möglich, da Schritt zu halten. Und das ist auch ein Problem, das sicherlich Rolls-Royce mit dem Phantom hat oder Bentley mit dem Mulsanne. Ja. Dass man bei den Assistenzsystemen einfach immer einen gewissen Zeitverzug hat und der Maybach kann einfach alles übernehmen, was in der S-Klasse kommt. Genau. Und er ist natürlich auch ein bisschen preisgünstiger dadurch. Er ist sogar erstaunlich preisgünstig. Ja. Also ausstattungsbereinigt und so weiter ist das gar kein großer Aufschlag auf den 560er jetzt oder auf den 600er. Ja. Er ist erstaunlich günstig, wundert mich eigentlich. Ja. Es gibt ja eine Geschichte, haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört von einigen Leuten unterschiedlicher Fachrichtungen. Eine Zäsur war tatsächlich Ölkrise 73 und da war gerade ganz frisch, kam dann der 116 raus und war aber eigentlich schon ein Dinosaurier in diesem Kontext, weil die Leute wollten dann plötzlich nicht mehr so ein opulentes Fahrzeug haben. Und dann musste man sich sehr stark beeilen, ein Auto zu machen, was also wirklich radikal anders ist. So ein bisschen wie zwischen 140 und 220 hat man vorher den Sprung dann gehabt von 116 zu 126, ein radikal anderes Konzept, nämlich mit diesen ganz glatten Windangriffsflächen, versenkten Scheibenwischern vorne. Also absolut ein Auto wie aus dem Windkanal entnommen und vor allen Dingen auch für die Leute total von den Sehgewohnheiten. Also völlig ungewohnt, ein so glattes Fahrzeug. Ja, und der CW-Wert war ja auch sensationell, mit 0,36 damals. Das war genau die Geschichte, auch wegen Ölkrise, man nannte es Mercedes-Benz Energiekonzept dann später. Man musste unbedingt die Verbräuche reduzieren. Ja. Es gab deshalb wahrscheinlich auch dann nicht mehr den 6,9er. Im 126er wurde es dann erstmal wieder ein bisschen sparsamer alles. Es gab ja auch am Anfang eigentlich nur drei Motorisierungen, glaube ich. Irgendwie. 280 Vergaser und Einspritzer, 380 und 500. 500, genau, das war's. Genau, 156 PS bis 240 und dann gingen die Achtzylinder ja relativ schnell runter in der Leistung, nochmal im Rahmen eines Sparkonzeptes. Ja. Also es tut sich ja viel in der Oberklasse. Audi hat den neuen A8 jetzt vorgestellt, Lexus bringt einen neuen LS. Der auch nach Europa kommen wird und Mercedes zeigt jetzt eben, was für eine unglaubliche Tradition hinter der S-Klasse steht, die sonst einfach überhaupt keiner hat. Und die verkörpern die Autos eigentlich bis heute überzeugend. Das ist interessant und es ist natürlich die S-Klasse ein Spiegel des technischen Fortschritts, jeweils der Epoche. Und insofern war das heute also ein unglaublicher Event für mich. Ja. Es hat Spaß gemacht. Dem kann ich auch nur beipflichten und ihm auch nichts hinzufügen. Und ich danke dir natürlich, dass du in der Aufzählung auch bewusst BMW ausgelassen hast. Weil wer ist bitte BMW? Musik.
Bis 99 oder so. Ja. Sie sind ja auch drauf abgebildet. Ja. Nächstes Mal bringen wir einen Zylinder mit.